Der Bundeswahlausschuss hat über die Zulassung der Parteien zur Europawahl im Sommer entschieden. Es gab Unstimmigkeiten bei den Unterstützerunterschriften, es gab Streichung von Bewerbern aus den Listen, 10 Nichtzulassungen von Parteien und 33 Zulassungen. Mehr dazu in diesem Video und damit herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Was wäre Ostern ohne Politik? Am Karfreitag traf sich der Bundeswahlausschuss, um über die Zulassung der eingereichten Wahlvorschläge und Parteilisten für die Europawahl zu entscheiden. Wer sitzt denn alles im Bundeswahlausschuss? Nun ja, es ist die Bundeswahlleiterin plus 8 Abgeordnete des Bundestages und 2 Richter des Bundesverwaltungsgerichtes. Für die AfD sitzt dort Roman Roich, Mitglied des Bundesvorstandes, und ihr kennt ihn aktuell von den Prozessen in Münster gegen das Bundesamt für Verfassungsschutz. Auch dort ist er stellvertretend für den Bundesvorstand der AfD vertreten. Kommen wir doch direkt zum ersten Thema. Es gab Unstimmigkeiten bei Unterstützerunterschriften. Ich zitiere die Bundeswahlleiterin. Sie berichtet über Unstimmigkeiten bei den geforderten Unterstützerunterschriften. Es verdichtete sich der Verdacht, dass in mehreren Fällen in verschiedenen Ländern gezielt fiktive Anschriften und Personen samt fingierter Unterschrift auf den Formblättern eingegangen sind. Auch sei gemeldet worden, dass korrekte oder veraltete Personen- oder Adressangaben mit gefälschter Unterschrift zur Bescheinigung des Wahlrechts eingereicht wurden. Habt ihr gehört? Hier gibt es quasi schon Unterschriftsfälschungen auf den eingereichten Listen für diese neuen Wahlvorschläge. Es gab eine Überprüfung durch die Wahlämter. Die hat aber Erstaunliches zutage gefördert. Zahlreiche Betroffene, die von den Wahlämtern angeschrieben worden seien, hätten mitgeteilt, die Unterschrift gar nicht geleistet zu haben. Bei Anhaltspunkten für strafbares Vorgehen werde Anzeige erstattet, sagte Brandt und verwies auf 589 Fälle allein in Berlin. Sie sprach von einer erschreckenden Feststellung. Habt ihr das gehört? Die Bundeswahlleiterin hat hier wieder offen und ehrlich das Land Berlin kritisiert. Es gibt hier wieder massive Fälle von Unterschriftsbetrug für Unterstützerunterschriften zur Einreichung von Wahlvorschlägen. Kommen wir zum nächsten Punkt. Es gab Streichung von Bewerbern aus den eingereichten Listen der Parteien. Das hört sich zunächst etwas dramatischer an, als es ist. Der Bundeswahlausschuss prüft nämlich von allen ihm zugesandten Listen alle Bewerber einzeln. Sie brauchen eine Wählbarkeitsbescheinigung. Sie brauchen im Zweifel die Unterstützerunterschriften aus ihrem Wahlkreis etc. Und hier kommt es oft vor, dass nicht alle Wahlvorschläge der Parteien zugelassen werden, weil es eben an manchen Formalien mangelt. Jetzt gibt es hier eine ganze Liste von Parteien. Ich muss die gar nicht alle vorlesen, denn formale Fehler können jedem passieren. Es ist doch nur erstaunlich, dass hier auch einige etablierte Parteien darunter sind. Wir hätten hier die Freien Wähler, die eine Streichung hatten, die SPD, die eine Streichung hatte, die FDP, die CDU Rheinland-Pfalz und die CDU Hessen. Ebenfalls von einer Streichung betroffen ist DABA. Das ist der neue AKP-Ableger von Herrn Erdogan. Sie haben ihn zugelassen zur Wahl. Jetzt aber kommen wir zu dem wohl spannendsten Teil. Es gab 10 Nichtzulassungen von Parteien für eben diese Europawahl. Ich kann jetzt hier diese Liste vorlesen. Die Namen dabei, ich musste manchmal wirklich erstmal in die Ecke gehen und stille für mich lachen. Es ist also, wir fangen mal an. Nicht zugelassen wurden die sonstigen in Klammern X. Nein, das ist nicht Twitter von Herrn Musk. Die planetaren Demokratinnen wurden auch nicht zugelassen. Ab jetzt Demokratie durch Volksabstimmung wurde auch nicht zugelassen. Deutsche Tradition, sozial ebenfalls nicht. Zukunft mega, mitbestimmen ehrlich, gerecht, anders auch nicht. Die liebe Europäische Partei, die Liebe auch nicht. Bürger, Rechtsstaat, Demokratie, Initiative für das Grundgesetz. Wir für euch Bürgerforum? Nein, die auch nicht. Grundeinkommen für alle, kurz GFA? Nein. Die Haie, Partei mit Biss, die fand ich vom Namen noch am besten. Auch diese wurden nicht zugelassen. Kommen wir zu guter Letzt zu den 33 Zulassungen, die es nun gegeben hat für die Europawahl. Hier wissen wir nun, wer denn alles auf dem Wahlzettel stehen wird, und wir können uns endlich ein Bild darüber machen, zwischen welchen Politikern wir die Qual der Wahl haben. Aktion Bürger für Gerechtigkeit, die Partei der Vernunft, die Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung, Partei des Fortschritts, Partei der Humanisten, Freie Wähler, V-Partei, Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer,
die Ökologisch-Demokratische Partei, Basisdemokratische Partei Deutschlands, Alternative für Deutschland, die Heimat, Mera 25, gemeinsam für europäische Unabhängigkeit, Partei Mensch, Umwelt, Tierschutz, Sozialistische Gleichheitspartei, Vierte Internationale, Bündnis 90, die Grünen, SPD, Bündnis C, Christen für Deutschland, Klimaliste Deutschland, Freie Demokratische Partei, die FDP, Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands. Das waren die ersten 20. Wie ihr gehört habt, sind darunter ganz abstruse Namen. Ja, da wundert es mich sogar, dass so manche Partei hier noch zugelassen ist. Also die Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands, die MLPD, möchte auch die freiheitlich-demokratische Grundordnung in diesem Land wirklich auf den Kopf stellen. Was diese Partei fordert, ihr könnt euch das mal angucken, also dass die noch nicht verboten sind, grenzt fast an ein Wunder. Machen wir weiter. Wir haben noch 13 weitere Vorschläge. Menschliche Welt, Die Linke, Volt Deutschland, Familienpartei Deutschlands, Bündnis Deutschland, Deutsche Kommunistische Partei, Bündnis Sarah Wagenknecht, Vernunft und Gerechtigkeit, Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und Basisdemokratische Initiative, Demokratische Allianz für Vielfalt und Aufbruch, diese da war, Piratenpartei Deutschland, Parlament aufmischen, Stimme der letzten Generation, Aktion Partei für Tierschutz, Bündnis für Innovation und Gerechtigkeit. Das waren sie, die 33 Vorschläge, aus denen wir die Qual der Wahl haben für die Wahl zum Europäischen Parlament. Viele von denen kann man direkt streichen. Alles, was unter linksradikal und extremistisch fällt, kann man direkt mal streichen. Ich finde das Interessanteste hier, Parlament aufmischen, Stimme der letzten Generation. Sie haben es wirklich getan, die Klimakleber wollen ins Europäische Parlament. Sie haben wohl endlich verstanden, wie hoch die Versorgung von Politikern ist. Wenn ihr selbst mal wissen wollt, wie hoch die Versorgung ist, hier gibt es ein Video, was Annalena Baerbock uns für Millionenkosten verursacht. Aber kommen wir zurück zur Europawahl. Der Bundeswahlausschuss hat also entschieden, es steht nun fest, damit dürfte nun endlich der Wahlkampf für die Europawahl so langsam Fahrt aufnehmen. Denn von den etablierten Parteien hört man bisher relativ wenig, man möchte sich bedeckt halten. Es gibt wohl eine heftige Klatsche für die alteingesessenen Parteien. Es wird Zuwächse geben für den linken und für den rechten Rand. Schuld daran, naja, können wir uns ja alle ausdenken, wem sie den schwarzen Peter hier wieder zuschieben. Meistens sitzt er östlich von uns. Was sagst du dazu? Ist für dich eine Partei auf dieser Liste, die man wählen kann? Und gehst du wählen für Europa oder gehst du zur Europawahl, um etwas zu verändern für Europa